Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Wir schauen uns mal ein wenig um. Ich glaube, das war jetzt das Speicherzeichen, was ich jetzt unten das erste Mal gesehen habe. Ja, und ich glaube, das war dann die Strafe dafür, wenn man fremde Leckereien nascht. Ist das echtes Obst? Ich hoffe doch mal. Okay, das können wir auf jeden Fall essen. Scheinbar hat das keine Auswirkung. Kann natürlich eventuell sein, dass man dadurch sein Leben vielleicht wieder zurückbekommen würde oder so. Ich weiß es nicht. Äpfel, zumal es, sofern es Bio-Äpfel sind, sind natürlich auch gesund. Ich schaue nochmal. Aber hier sehe ich jetzt nichts, was jetzt anklickbar wäre, beziehungsweise benutzbar wäre. Dann gehen wir mal durch das große Fass hier durch. Ah ja, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum ich im letzten Video gesagt habe, dass es einen Grund gab, nämlich unter anderem den Aufenthaltsraum, weshalb ich unbedingt Hufflepuff wählen musste. Wie gesagt, Ravenclaw habe ich auch noch mitgeliebäugelt. Eigentlich muss komisch sein, wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Ach, die sind schon alle über mich am Reden. Okay. Hier, man sieht überall Bücher. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich gehört habe, dass die sogar eine eigene Bibliothek haben. Und offenbar auch lebende Pflanzen. Also ich meine, Pflanzen leben ja generell, das ist ja klar. Aber ich habe zumindest jetzt noch keine Pflanze vorher gekannt, die sich auf so eine Art und Weise bewegt hat. Nun gut, wir schauen uns das Ganze mal an. Die neue Fünftklässlerin, ja. Ich komme... Ja, wo komme ich denn eigentlich her? Das weiß ich selber nicht. Oh, eine Katze. Ach ja, die beweglichen Bilder. Niffler heißt der, glaube ich, ne? Unten rechts. Der aussieht wie so ein Schnabeltier. Und ein Centaur oben links. Beziehungsweise das sind zwei Katzen. Drei Katzen. Rechts sehe ich jetzt auch gerade noch mal eine. Ah, diese Details. Ey, ich bin so in dieses Spiel verliebt. Ganz ehrlich. Oh, dieses ganze Hin und Her drumherum ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich Hauptsache, sollte mich ich kann vielleicht mal spielen. Vorstellen. Ja, aber ich muss erstmal diesen ganzen komischen Pflanzen, Kakteen, ich weiß nicht, was das da oben rechts ist. Ich komme gerade nicht drauf. Aloe Vera ist das aber nicht, oder? Die haben auch so ähnliche Blätter. So eine schöne Eule. Kann ich hier mit alles und jeden sprechen? Nee, die möchte mich anscheinend nicht sprechen. Ah, nur die... Keine Angst, oh, eine Katze. Ich komme da nicht. Kommt. Er ist da lang. Hoffentlich fangen Sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihnen. Vor allem von magischen. Schade, magische Tierwesen sind wundervoll, ja. Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumble, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten. Also ich schätze mal, damit beenden wir jetzt den Dialog und wir könnten damit noch weiter fragen mit den Fragezeichen immer. Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Warum lachst du denn nicht? Jetzt lächelt sie, als ob sie mich gehört hat. Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Ja, ach so, wir sollen uns speziellen Leuten vorstellen. Okay. Was ist das? Du weißt schon, dass der Kater in eine andere Richtung gelaufen ist und nicht da unter den Stuhlsessel. Ja. Okay, ist ein bisschen verbuggt anscheinend.
Die Leute laufen durch andere Leute durch, auch nicht schlecht. Das ist anscheinend unser Hausgeist, Bruder, schieß mich tot. Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Das stimmt was nicht. Oh, hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Aber erzähl mal, man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Die erinnert mich ein bisschen an Luna Lovegood, so von der Optik her. Stimmt tatsächlich. Ein ungewöhnlicher erster Schultag. Wie furchtbar. Gut, dass du heil hier angekommen bist. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Ganz ehrlich, Adelaide, den Namen werde ich mir nie merken können. Aber wenn das schon drei Leute sind, denen... Okay. denen ich mich vorstellen soll, denke ich... Oh, wie geil, eine fliegende Kieskanne. Also sowas bräuchte ich. Aber für einen Balkon, damit dann immer alles frisch gegossen wird. Das ist doch mal geil. Das ist eine super Erfindung. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, dass du da unten so alleine auf dem Boden hängst? Okay, die sieht ein bisschen arrogant aus. Ich glaube, die will gar nicht mit mir reden. Ah, guten Tag. Bevor wir jetzt hier weitermachen, da ist wieder die fliegende... Ist das die gleiche? Ja, das ist die gleiche. Die ist da. Weg war sie wieder. Guten Tag. Moment, den kennen wir doch. Professor Fick, hallo. Gucken wir uns hier auch mal ein bisschen... Oh, von der Quidditch-Weltmeisterschaft, denke ich mal. Okay. Oh, das ist so geil und so detailliert. Hätte ein bisschen schärfer sein können, obwohl alles ja auf Maximum eingestellt ist. Aber gut, ich meine, Hauptsache, es läuft jetzt flüssig. Oh. Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr? Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Wo einem der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Da bin ich unbesorgt. Ich schaffe das schon. Nichtsdestotrotz ist es ungewöhnlich. Du musst dich ja schrecklich fehl am Platz fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw. Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everly. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Du hast viel zu tun. Hallo Lenora, meine neue beste Freundin. Du bist genau wie ich. Lass uns Freunde sein. Meinst du echt, du hättest in Ravenclaw sein sollen? Nun, meine Brüder waren es. Jetzt arbeiten beide im Ministerium. Scharfsinn liegt bei uns wohl in der Familie. Aber meine Tante war eine Gryffindor und wir hatten schon immer viel gemeinsam. Entschlossenheit, Tapferkeit, Kühnheit. Bei mir hatte der sprechende Hut die Qual der Wahl. Ja, bei mir irgendwie auch. Zumal das System gesagt hat, ich soll nach Slytherin gehen. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich, adieu. Adieu. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Okay. Bevor ich aber da hingehe, möchte ich gerne noch mal kurz hier hinten reingehen. Mir das Ganze mal von der Seite aus angucken. Das ist aber keine Truhe, die ich... das ist eine Truhe, die ich öffnen kann. Hallöchen. Nein, ich kann nichts öffnen. Ich kann nur was platzieren, aber anscheinend jetzt noch nicht. Okay, ich weiß auch nicht... Also auf der Select-Taste komme ich in meine Einstellungen rein. Also quasi das gleiche wie mit der anderen Taste. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dann was freischalten oder so. Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Kann man damit interagieren? Ja. Ach so, das ist was zu essen. Ich habe zuerst gedacht von Weitem, dass das irgendwelche Trommeln sind oder so. Na gut.
Da ist sie wieder, die fleißige Gießkanne. Ich finde das so genial, dass das überall grün ist. Ich liebe es. Am liebsten hätte ich meine ganze Wohnung auch so ausgestattet. Überall Pflanzen, in erster Linie halt grüne Pflanzen und auch so ein bisschen, weiß ich nicht, rot, rosa, pink, keine Ahnung noch dazu. Ich habe auch einen ganz guten, in Anführungszeichen, grünen Daumen, aber Hauspflanzen gehören leider nicht dazu. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Ich auch. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Das will ich auch. Steiß. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Ja, dann lauf. Komm. Ich folge dir. Hier lang. Ja, ich bin immer noch neben dir. Ja, so ein bisschen hinter dir, aber... Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kürbisse, Kürbisse. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Sieht so ein bisschen aus wie so ein altes Schloss. Also von den Steinen her. Ich bin nur am Essen. Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Moment, Revelio. Achso, das Aufdecken. Revelio. Ah! Hauselfen-Rezeptbuch. Handbuchseiten. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Eigenkreationen enthalten. Ja, cool. Jetzt verstehe ich, was sie damit meint. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Okay. Ah, lass mich doch mal was machen. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte A oder EP zu sammeln. Okay, rechte Taste. Das ist deine Zauberstufe, Stufe 1. die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Okay. Das Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Herausforderungen? Würde ich gerne, darf ich aber nicht. Achso, muss ich nochmal extra draufklicken. Okay. Durch das Sammeln deiner eigenen Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Okay. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die vom Erscheinungsbildern bis hin zum entscheidenden Verbesserungen reichen. Ich habe die Harry-Brille freigeschaltet. Oh mein Gott. Okay. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfter vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln.
Okay, ich darf jetzt hier nichts machen. Ich muss jetzt das Handbuch verlassen. Na gut. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Okay, die Bohnen scheinen jetzt nichts auszumachen. Die Karte ist nur sehr nah. Die hätte ein bisschen weiter weg sein können. Ich hasse das immer, wenn die so extrem nah sind. Was haben wir denn hier? Einhorn. Ha, das Drachen. Gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Das will ich aber nicht. Mann. Nee, das ist die linke. Nein, ich will wieder raus. Ich darf das Ding nicht mehr drehen. Ihr seid doch blöd. Ich hau euch gleich mit dem Schaufelchen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Und dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und der großen Halle. Okay. Wähle die Region der großen Halle, um fortzufahren. Will ich aber nicht. Ich will hier bleiben. Ich kann ja aber nicht raus. Könnt mich mal. In dieser Ansicht kannst du Flohsamen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohsamen zeigen von dir entdeckte Flohsamen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Okay. Soll wohl recht, also nicht sparsam, sondern recht reichlich hier verteilt worden sein, habe ich mir sagen lassen. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Ah. Wähle die Region Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Ja, direkt richtig. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze R nach rechts, links, um die Karte zu drehen. Und begib dich per Schnellreise mit X zu der Flohflamme in der Haupthalle. Das wäre dann jetzt aber die hier, oder? Haupthalle. Achso, jetzt ist es X. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Jetzt will ich hier irgendwas umdrehen. Von der Haupthalle aus Hallöchen. Gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Wieder mal auf Abenteuertour. Ich habe Flohsamen entdeckt. Jetzt weiß ich, wie die aussehen. Ich komme jetzt weiter mit. Danke, Professor Weasley. Und ja, ich bin auf Abenteuer. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor.
Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nur was fragen. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Fig hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Nein. Wenn ich jetzt keine Sorge sage, lügt ihr den dann an, oder, ich sag mal keine... Also ich hoffe, dass sie ehrlich bleibt. Ja, Sir. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise hierher erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Das war rechts, ne? Nee, jetzt ist es links. Ah! Nee, hä? Dieses Symbol zeigt die, zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Sehr schön. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, mal wieder, weil ich noch auf Hotfahren drücken muss. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Okay, also mit anderen Worten, mach die Hauptstory und du kommst bei den Nebenstorys weiter. So ungefähr. Die Karte im Handbuch zeigt, dass Professor Hickets Unterrichtsraum im unteren Teil des Astronomieflügels ist. Ich könnte mich im Schloss verlaufen. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass im Handbuch verwenden, um ihn zu finden. Okay. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Das wird mich jetzt ehrlich gesagt, ja, definitiv erstmal als erstes reizen.
Die Karte im Handbuch zeigt, dass das Schloss ist einfach riesig. Vielleicht sollte ich den Kompass verwenden. Okay, nehmen wir erstmal Auftrag verfolgen. Das meinen die wahrscheinlich. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ja, das dachte ich mir. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Okay, ich gehe jetzt mal nicht den Zeichen nach, sondern ich laufe jetzt mal dem Pünktchen hier nach. Die sagen mir, ich soll hier hochgehen, die Treppen hoch. Und hier unten rum, ne? Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, da komme ich nicht durch. Das sieht aber auch cool aus hier. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Dass ich 2 Stunden darauf warten musste, bis ich es starten konnte. Ihr seid so gemein, Steam. Warum musstet ihr das mit den ganzen Vorbesteller nur machen? Okay. Es tut mir leid, es tut mir leid. Hallo, Katze. Oh, bist du eine Süße. So, ich muss mich natürlich auch mal ein bisschen umschauen, ne? Ich meine, das ist ja... es ist einfach wunderbar. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal hoch. Was ist denn auf der anderen Seite gewesen? Ein Star-Tor, okay. Boah, ich glaube, ich verbrauche mehr Zeit da drin, hier rumzulaufen, mir die Sachen anzugucken, als dass ich das Spiel... Also, die Story spiele, das ist ja... Oh. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Manche von uns wollen sogar ja, anfangen. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen... Kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Akio. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell.
Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht! Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Hm? Was? Hm? Tut das nicht weh, wenn ich den hole? Verzaubern Sie die Kugeln mit und lassen Sie. Wunderbar. Das passiert denn. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Kobold. Ach so, ich soll es gar nicht. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Darf ich jetzt? Sehr gut. Nein, ich kann die nicht loslassen. Kann die nicht loslassen? Wieso kann ich die nicht loslassen? Wenn ich die einmal hab, dann... Ausgezeichnet. Konzentration. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Nein, möchte sie nicht. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Mach mir das mal vor, bitte. Genau, mach mal. Dann los. Boah, wie arrogant die hier weggeht, ey. Das Problem ist, ich kann nicht wirklich gut loslassen. Es ist egal, ob ich loslasse oder sonst was. Ja, die Regeln habe ich schon verstanden. Ich krieg das nur nicht hin. Das ist das Problem. Okay, also mit den anderen Sachen kann ich es auch nicht beeinflussen. Ich weiß es nicht. Also ziehen ist kein Problem, aber selbst wenn ich wieder X drücke, damit ich loslasse, vielleicht muss ich B drücken, damit es abbricht oder so. Keine Ahnung. Genau so wird das gemacht. Also ich drücke R2, dann drücke ich X, damit ich das hole. B funktioniert nicht, R funktioniert nicht und X funktioniert auch nicht, damit es stehen, also damit es loslässt. Keine Ahnung. Ich habe auch schon nach oben gedrückt mit dem linken Stick. Keine Ahnung, das funktionierte alles nicht. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Wenn der schon so guckt, werde ich jetzt so richtig ablosen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Aber das Runde schiebt jetzt meinen Ball weg, oder? Na bitte! Tja. Das passiert den Besten von uns. Also wie gesagt, ziehen kann ich wunderbar. Wenn ich irgendwie den Trick rausfinden würde, wie ich den ja, loslassen kann, dann, oder muss ich vielleicht die linke Schultertaste drücken? Ich habe keine Ahnung. Das wird ja auch nicht erklärt, leider. Ach hier.
Okay, das war's anscheinend nicht. Die linke Schultertaste. Die anderen Schultertasten habe ich jetzt auch probiert, aber die gehen auch nicht. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ja, ich glaube nicht so wirklich daran, aber okay. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Okay. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ja, sollen ja eigentlich auch nur die eigene Kraft unterstützen, sagt man. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich, ja, dann gehen wir da mal schnell hin. Auf ein Wort, bitte. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Natürlich, Professor. Eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ja, das ist doch wunderbar. Und wir haben eine Errungenschaft, erstklassig. Und natürlich den Auftrag abgeschlossen. Mädel, du darfst dich aber gerne ein bisschen gerade hinstellen hier. Wir wollen hier niemanden angreifen. Ja, dann würde ich sagen, ist das hier erstmal der perfekte Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.